Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, erstmal recht herzlichen Dank an alle neuen Abonnenten. Ich grüße euch hiermit auch. Schön, dass ihr mir so treu folgt. Ja, und nachdem ich das hier in der letzten Folge, nachdem wir das hier alles hingebaut haben, habe ich mir das alles nochmal so angeguckt. Und ich weiß nicht, kennt ihr den Moment, wo ihr euch das anguckt und sagt, das sieht kacke aus, das geht besser? Genau, das ist mir nämlich auch gekommen. Oh, ich sollte vielleicht erstmal ein bisschen Material ablegen, sonst habe ich hier nämlich gleich... Genau, ich würde sagen, wir entwickeln erstmal ein bisschen was. Hüpf, hier runter und hüpf. Dass wir ein bisschen Material aus der Tasche kriegen. Denn ich habe da noch eine platzsparendere Idee gefunden. Platzsparen ist immer gut. Habe ich hier noch Platz drin? Natürlich nicht. Das Holz brauche ich nicht. Das kann weg. Was können wir denn hier mal entwickeln noch? Das brauche ich nicht. Da haben wir schon alles. Level 2. Sprungflächen brauche ich auch nicht. Ja, genau das nehmen wir. Brauchen wir das. Und da brauchen wir noch ein paar Stahlplatten. Die kann ich noch schnell von Hand machen. Ach, 200 Stück brauchen wir. Na, das wird nicht reichen. Aber wir kriegen immer mehr und mehr Platz. Denn damit können wir dann, wenn wir das entwickelt haben, können wir unsere Energieproduktion ein bisschen optimieren. Beziehungsweise den Verbrauch optimieren. Zack. Damit wir dann vielleicht nicht so viele Kraftwerke brauchen. Ja, zack. Schwupps. Ah. Gleich zeigen. Können wir hier noch irgendwas reinpacken? Ah, was haben wir hier denn noch drin gehabt? Noch die Nüsse. Das haben wir auch schon. Habe ich den Schwefel eigentlich schon erforscht? Das weiß ich gar nicht. Alien-Organe habe ich gerade nicht dabei. Genauso wie die Beeren. Ich denke mal, da werden wir gucken. Die Beeren, wie viel brauchen wir davon? Eine, perfekt. Zack. Die packen wir wieder rüber. Da packen wir die Farbpistole auch noch raus. Dann sollten wir erstmal ein bisschen Platz haben. Ja, Reinforced Iron Plates haben wir auch noch. Sehr schön. Schwefel haben wir auch noch. Okay. Dann sollten wir abbauen können, ohne dass uns die Tasche überquillt. Und so wie das Forschungsmodul wieder da ist, forschen wir gleich weiter. Ein paar Ressourcen rauskriegen. Qualm. So. Ist das dunkel hier? Ich glaube, vorher war das Flashlight, genau. Ja. So, den Splitter lassen wir, den Merger lassen wir da. Hier bauen wir einmal wieder. Ups, da habe ich noch was übersehen, was ich nicht abgebaut habe. Okay, ja. Da
hat man sich erst so schöne Gedanken gemacht und dann kommt es anders. So, die Wand da hinten raus. Und dann bauen wir. Genau, da kann ich ja schon mal gucken. Die Wand war das auch raus. Diesmal habe ich mir ein paar Gedanken vorher gemacht. So. Denn wir drehen jetzt nämlich um 180 Grad die Geräte. Hätte da mir auch mal vorher sagen können, dass man das machen kann. So, dann ist der Welt. Okay, so. Genau, so. Dann brauchen wir Logistik, einen Splitter. Muss ich mal gucken, wie weit der da. Ah ja, das sieht gut aus. Setzen. Zwei. Was ist das? Das sieht gut aus. Hier genauso. Gucken, dass er hier. So, genau, ach ja, jetzt kann ich ja mit bei Logistik die Förderbänder bauen. Halt. Ne? Steck ich im Weg, ne? So, mal gucken, ob das passt. Was sagt er mir da? Wahrscheinlich. Okay, macht er. Sehr gut. Was habe ich denn noch an Platten im Inventar? Oh, das reicht noch. Okay, so. So, dann machen wir hier auf der Ecke der hin. Na, snap an. Jetzt würde ich hier gerne noch eine Pole setzen.
kann ich hier drunter durchlaufen. Sehr schön. Okay. Das haben wir, das haben wir. Da brauchen wir gleich nur mal kurz die Wand noch raus, wegen dem Strom. Jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer. Ups. So, hier haben wir jetzt auch Murks gebaut. Das müssen wir auch mal wegmachen. Eisenplatten. Ja, das müssen wir uns gleich noch etwas umbauen. Die Wand muss raus und die Wand muss raus. Ich nehme an, ihr werdet langsam sehen, worauf ich hinaus will. So, dann brauche ich hier, jetzt muss ich mal kurz gucken, passt das? Das passt genial. Nee, die Organisation Logistik. Hier muss ich einen Splitter hinsetzen. So wird er genauso gesetzt wie oben. Gucken, passt das? So, dann kommt jetzt hier ein Fusionator. Das sieht gut aus. Oh, hier haben wir noch ein paar Schrauben liegen. So, dann muss ich hier wahrscheinlich jetzt eine Pole bauen. Zwei. Boah, jetzt müssen wir mal rausgehen. Jetzt müssen wir noch Conveyor Lifts anbringen. Das Ganze dann auch schön. Ich überlege, ob ich da schon die MK2 nehme. Warum eigentlich nicht? Und da nehmen wir irgendwie gleich andere. Oh, habe nicht genug Platten. Nicht genug Eisen. Alter, müssen wir noch wahrscheinlich ein paar mein Stack von denen mitnehmen. Und ein paar Reinforced Iron Plates dengeln. Ah, das hätte ich oben gleich die Bänder für die Schrauben nämlich auch machen sollen. Da habe ich nicht geschaltet. Weil die Schrauben ein bisschen langsamer sind. Zuführung. So. Dann die Eisenplatten. Achso, jetzt brauche ich natürlich noch ein Stack Eisenplatten. Ist aber kein Problem, da haben wir ja Gott sei Dank genug von. So, die sind nur zur Optik da.
Deswegen MK1. Und hier kommen die MK2 hin. Was komisch aus, dass ich noch von oben lebe. Ist ein Stück zu hoch, kann das sein? Ja, die sind beide ein Stück zu hoch, deswegen. Sagen, was sieht doch da komisch aus? MK2. Ja, das sieht besser aus. Und hier noch ein MK1 hin. Jawohl! Na, abgesehen, dass ich das äußerst cool finde mit den Förderbändern. So. Jetzt mache ich oben erst nochmal die Schrauben auf MK2. Das hätte ich nämlich vorher gleich machen sollen. Und zwar ab hier. Okay, danach kann wieder MK1 laufen. So, da müssen wir Strom ranbringen. Achso, dann mache ich hier auch gleich noch die Pole. Den mal nochmal anders hier. Das soll ja wenn ein einheitliches Bild ergeben. Stellen wir mittig hin. Mit 2. So, und jetzt will ich mal was ausprobieren. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich baue den einfach hier zwischen. Na. So, dann müssen wir das unten auch nochmal machen. Was? Ja, eine Etage tiefer noch. Ups. Hier nehmen wir auch mal die Wand raus. Das ganz unten auch noch machen. Ach, da haben wir sogar schon dran hängen. Ja, das ist ja okay. Ist sogar schon verbunden. Dann kann ich den ja wieder mit. Wände. Kommt der da wieder rein. Aber hier hinten raus natürlich. Denn wir brauchen natürlich ja hier auch den Miner angeschlossen.
Wie zu teuer? Ach verdammt, habe ich kein Kabel mehr. Habe ich noch? Naja. Ja, ein noch dabei. So kurz zur Workbench. Dass ich auch ein bisschen Kabel bauen kann. Dann gucken wir gleich mal, was wir hier als nächsten Milestone auswählen. Da haben wir dann alles. Level 3. Ja, die muss ich jetzt auch nicht unbedingt bauen. Level 4. Logistik 3. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Stahlproduktion wäre auch interessant. Sprengstoff wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn wir das mal bauen könnten. Und der medizinische Inhalator. Achso, den Sinobecher habe ich ja schon. Okay. Ich werde das hier erstmal nehmen. Ach, verdammt. Nee, geht nicht. Aber ich kann auch keine Motoren herstellen. Also muss ich erstmal den Milestone nehmen. So, packen wir das mal rein. Das haben wir. Okay, Kabel muss ich noch ein paar bauen. Genauso wie Rahmen. Jetzt bauen wir erstmal ein paar Kabel. Ja, diese Kabel, Kupfer und sowas, Automatisierung, das muss jetzt auch demnächst mal anlaufen, dass wir das nicht immer von Hand machen müssen. Das nervt. Ich baller jetzt hier erstmal ein paar durch. Weil wir brauchen ja 200, um den Milestone zu machen. Auch für den Rotoren werden wir auch noch ein paar brauchen. Ja, dieses Logistik 3 hätte ich natürlich gerne, wenn wir da größere Lagerhäuser bauen können. Deswegen wäre das schon interessant. Machen wir so 300 Kabel, damit wird man mal locker hinkommen. So. Reicht. Rotoren kann ich auch welche bauen. Dann bauen wir doch gleich mal die 50 Stück. Dann können wir die gleich reinlegen. Und wir kriegen noch ein bisschen was los. Schrauben und Eisen. Also man sieht, Metall braucht man unheimlich viel. Ups, habe ich schon wieder zu viel. Ah ne. Quatsch, 50 brauche ich davon ja. Dann bauen wir die auch schnell. So. Kommt die da jetzt rein? Da, da. Sortieren. Es braucht nur 10 von den Rahmen. Das machen wir später. Jetzt schließen wir erstmal an, damit wir verstärkte Stahlplatten kriegen. Ja, ganz oben habe ich noch nicht. Ja, so. Ne? Wieder so machen. Ah, okay. Na, den auch noch kurz wegnehmen. So, das wollte ich haben, genau. Kann zwar keine Stromleitung durch die Wände führen, man kann aber Wände über Wände über Stromleitungen bauen. Auch ein bisschen sinnfrei. Aber anders geht's nicht.
Zack, zack. Angeschlossen. Mal gucken, ob die hier alles so eingestellt sind. Halt, hier kann ich nochmal kurz die Wand reinsetzen. Ist eingestellt. Du machst Eisenstangen. Du machst auch Eisenstangen. Schließen wir erstmal den Strom an, in der Hoffnung, dass uns jetzt alles zusammenbricht. Genau, und hier können wir noch nach ganz oben gehen. So, müsste jetzt hier eigentlich anlaufen. Der Bohrer. Jawohl, da kommt das Erz. Sehr schön. So, was ganz wichtig ist, hier oben habe ich schon die Schrauben eingestellt. Erstmal sollen hier die verstärkten Eisenplatten gemacht werden. Hau da erstmal Schrauben rein, denn davon habe ich genug. So. Die machen Schrauben. Das wird immer dauern, bis das Ganze hier angelaufen ist. So, jetzt seht ihr, was wir hier für einen Platz gewonnen haben. Könnte man fast noch überlegen, ob man hier noch einen dritten hinstellt. Das wäre auch noch eine Überlegung wert. Hier könnte man hier hinstellen. Müsste man so ziemlich dicht an der Wand stellen. Dann kann man hier die Wand noch rausnehmen und da noch irgendwie was hinführen. Ah, da kommen die Schrauben. Sehr schön. Das geht jetzt hier von den MK1-Bindern auf die MK2. Und da geht es richtig ab. Die werden wir noch austauschen gegen MK3. Und hier haben wir dann wieder lockerflockig. Ja, und da haben wir schon die ersten Platten. Sehr geil. Ja, liebe Leute, so, das war der kleine Umbau mit den Inbetriebnahmen der Eisenplatten. Genau, hier oben läuft es auch an. Ich werde die schon mal auf Schrauben einstellen. Denn das brauche ich auch. Ich muss noch gucken mit den Rotoren. War da nicht lieber Rotoren hier oben bauen? Das könnte man auch machen. Könnte ich mir die Stahlstangen, die mir hier auch Schrauben produzieren lasse, und die Stahlstangen von unten hier außen lang nach oben bringe. Oder hier. Und dann über stapelbare Förderbänder hier hinten zu den Manufakturen bringe. Das wäre also auch noch eine Idee. So. Das hier mit den Förderbändern, das gefällt mir auch sehr gut. Hier außen. Und so kann man das ja drüben mit den Eisenrohren auch machen. Dann kriegen wir die hier hoch, dann bauen wir unsere Rotoren. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns erstmal um die Kupferproduktion. Beziehungsweise ich werde jetzt hier noch kurz runtergehen. Das war noch den einen Forschungsschritt. Dann nehme ich mir einfach mal die Eisenplatten hier schon mal raus. Die verstärkten.
Mal gucken, ob wir mit zwei hinkommen oder ob wir noch einen dritten bauen müssen. Dass wir daraus dann irgendwann auch Rahmen bauen. Aber da muss ich mal schauen, wie viel die pro Minute verbrauchen. Und ich überlege mir dann auch nochmal, wo ich das Lager einbaue, wo denn letztendlich alles hinkommt. Denn das haben wir ja auch noch nicht geklärt. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und mit diesem Schlag auf den roten Knopf verabschiede ich mich von euch. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry and improved miner included to ensure efficiency of new pipelines. A collection of new, more complex parts is now available for crafting. Genau. So. Und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Tschüss!